ist es unglaublich. Also Sie können sich nicht vorstellen, was wir vom Postkrieg und vom Kammer mit Rüstsetzung und Belehrung. Ich könnte kein Kreisantragsmeister machen, ehrenamtlich, wenn es keinen Scanner gäbe und Internet. Ich kann ja nicht auf den Erden und reite mal in meinem Büro, ich habe eine Firma, das gucke ich mir abends und zähle Löwe an und dann beantworte ich das. Aber Sie kriegen das nicht hin. Wir haben die Kammer kritisiert, also knallhart in 20 Schreiben zu bestimmten Sachverhalten. Und sie weichen aus. Sie gehen auf nicht eine Kritik ein, sondern schreiben stereotypen Briefe, bitte kehren Sie zur Sacharbeit zurück. Und das reicht noch nicht. Der Professor war ja heute hier, was wir gesagt haben, der Professor gesagt hat vorhin, dass die Kammern einer Rechtsaufsicht unterliegen. Ja, was heißt das denn? Das heißt nur, dass der Staat im Grunde genommen guckt, dass die Recht und Gesetz einhalten, also nicht gegen Gesetze verstoßen, aber nach Inhalten. Er fragt kein Mensch, was er geleistet wird. Und dann stellen wir uns hier hin, wie des Kaisers neue Kleider, und bewundern die und sagen, das ist eine hervorragende Arbeit. Ich habe das ein bisschen gedacht, kannst du nicht urteilen, aber für mich ist es für uns als Kreisverwaltungschef auch die klare Trennung. Eine, zwei Organisationen in einem, die einen schwimmen da in satten Gewässern und wir müssen zusehen. Und dann heißt es, wenn ihr eure regionalen Probleme, die ihr einen für die wichtigsten halte, wenn ihr die lösen wollt, dann macht es doch freiwillig, ihr müsst es nicht machen, wir leben als Kampf auch ohne euch, macht es doch und seht zu. Und wir es machen, ist es auch egal. So ist doch, das kann es nicht sein, das muss beendet werden. Also ich könnte, Lothar kann das bestätigen, er ist ja auch gefragter Mann, wir könnten jeden Tag neben unserer Firma, was ja nicht möglich ist, überall irgendwo auftreten, wir sind in Diskussionsrunden gefahren, wir sind im Berufsschulzentrum, wir engagieren uns, was das Vergabegesetz haben wir heute hier gesprochen, da können Sie mit den Kampen überhaupt nicht schaffen. Ich habe dort so ein Beispiel, vielleicht mal das neue Vergabegesetz haben wir diskutiert, die Parteien kommen uns noch zu. Ich habe da mal eine Zuarbeit von den Spezialisten der Kammern gewollt und ich habe die dann auch bekommen und das waren dann irgendwelche Ablichtungen aus der Frankfurter Allgemeinen. Also so können wir es nicht machen. Wir haben ja über Kammern geredet, die wurde attestiert heute, dass sie eine hervorragende Arbeit leisten. Das erschließt sich mich persönlich nicht, das muss ich mal so sagen. Und was für eine Struktur würden Sie sich da vorstellen? Was wäre, wenn Sie die Möglichkeit hätten zu sagen, das ist die erste Änderung, die ich mache, was wäre das Erste, was Sie ändern würden, damit sozusagen die Gestaltungsfreiheit, die Sie sich vorstellen, tatsächlich auch funktionieren kann? Also ich würde morgen den Kammerzwang abschaffen. Sie können nicht, Sie halten das nicht aus. Wir wären ja schon einen Riesenschritt weiter, wenn die Handwerksorganisation eben halt revolutionär für sie überhaupt mal demokratische Zustände einführen würde. Nicht wahr? Das heißt, wenn die Handwerker also tatsächlich wählen würden, etwas zu wählen hätten,